Vulkan. Erklär ihm, dass wir gut zahlen und dass wir alle sterben müssen, wenn er uns nichts verkauft. Wird er ein offenes Ohr haben? Haust du nicht ab, dummer Gaul. Er ist kein schlechter Mensch. Nur, er macht sich Sorgen um seine eigenen Leute. Erst mal gucken, wie das mit den Tränkebrauen war. Also so. Jetzt haben wir einen Pilz drin. Und so lege ich die Anzahl fest. Ach, mixen wir hier einfach mal das, was wir eigentlich nicht machen sollen hier. Klatschen wir mal alles rein, mal gucken, was rauskommt. Präzisionstrank, naja. Speichern wir aber nicht. Irgendwas, das Leben erhöht? Nee. Also alles sammeln, was Leben erhöht und dann daraus Heiltränke mixen. Sattel die Pferde. Ach du Heil. Balla. Falsche Richtung, Gaul. Dummer Gaul. Achso, hier kommen wir nicht durch. Dann reiten wir hinten rum. Ein Pferd bin ich schneller als zu Fuß. Nicht zu schnell, sonst wirf mich der Gaul noch runter. Hui. Ich glaube, jetzt habe ich's raus. Kann ich auch vom Schwert kämpfen? Vom Pferd kämpfen? Nee. Wie? Reiten wir halt durch die weite Steppe. Gib Gas. Ups. Wer weiß, warum es gerade kurz gehangen hat? Keine Ahnung. Tschüss. Scheiße auf das Kraut. Ich habe Gesellschaft. Feindlich oder freundlicher? So ein schwuler Strauß nur. Okay, nicht nur Strauß. Tschüss. Ich werde es nicht kämpfen. Ich habe eine Mission. Warum habe ich ständig diese FPS-Einbrüche? Ich glaube, ich werde Folgendes machen. Werde jetzt noch dahin reiten, werde erstmal eine Aufnahmepause machen. Ich nehme nämlich schon wieder seit 1,5 Stunden fast auf. Und es könnte sein, dass mein Speicher langsam knapp wird. Aber wenigstens bis in das Dorf reiten will ich noch. Ich glaube, wir haben es erreicht. Sehr schön. Dann werde ich jetzt hier erstmal speichern. So. Können wir eigentlich auch mal richtig speichern. Okay, und würde dann sagen, beende ab hier und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Eisenhut. Was ist das hier? Ein Tiger. Ich glaube, hier steige ich mal kurz ab. Stärke ist immer gut. Und hopp.
Hat schon wieder kurz gehangen. Erster Schritt des Aufnahmerituals absolviert. Also das ist keine große Herausforderung. Alles klar, hier müssen wir springen. Zweiter Schritt absolviert. Lassen als zu helfen. Das sind harte Worte. Bayan ist nicht das einzige Dorf, das Hunger leidet. Die Dürre macht uns allen zu schaffen. Aber ich muss mich um meine eigenen Leute sorgen, nicht um die von Alima. Vielleicht hat Alima nicht immer die besten Entscheidungen getroffen. Aber das ändert nichts daran, dass in Bayan Menschen elendig verrecken. Was sagen denn die Leute von Alhin zu deiner Grausamkeit? Was denkst du dir, meine Autorität in Frage zu stellen? Du weißt nichts über diese Gegend und ihre Menschen und führst dich auf, als ob du es besser machen könntest. Kann ich auch. Ja, die Messlatte scheint nicht besonders hoch zu hängen. Arrogante Worte von jemandem, der noch nie die Verantwortung für ein ganzes Dorf tragen musste. Bestimmt hast du schon von unserem traditionsreichen Pferderennen gehört. Allwissend, wie du bist. Nein, klär mich mal auf. Die Menschen hier züchten schon seit Hunderten von Jahren Pferde. Und seit Menschengedenken findet unser Pferderennen von Dorf zu Dorf statt. Das Besondere daran, der Sieger wird zum neuen Dorfvorsteher gekürt. Na, der weiß ja, was ich machen muss. Wie fortschrittlich. Ich habe das Rennen vor 10 Jahren gewonnen. Seitdem hat niemand meinen Rekord schlagen können. Oder wollen. Ich genieße großes Ansehen hier. Aber wenn du glaubst, es besser machen zu können, ist das Rennen die beste Gelegenheit. Zuerst musst du allerdings das Aufnahmeritual bestehen. Wenn das der Weg ist, Bayern zu retten? Nimm diese Schriftrolle und entschlüssle ihren Inhalt. Es ist eine Art Wegweiser zu einem Symbol, das nur von einem wahren Reiter der Savanne gefunden werden kann. Na, lass mal loslegen. Das Symbol auf die Rückseite der Schriftrolle und du darfst am Rennen teilnehmen. Okay, erhalten Zeichnung zum Initiierungsritual. Gucken wir uns gleich mal an, was wir da bekommen haben. Was ist jetzt die Zeichnung? Ja. Okay, ich bin verwirrt. Ist das vielleicht eine Karte? Was machen wir jetzt? Map gucken. Pfad auf Karte übertragen. Ach, hier müssen wir jetzt hin. So wie es ausschaut. Dann reiten wir los. Wie ging Reit nochmal? Ach so. Kommen wir hier unten durch? Natürlich nicht. Okay, ich glaube, wir müssen woanders lang. Reite schneller. Wir sind wieder da beim Let's Play Two Worlds 2. Ja, zur Info an alle, beim letzten Mal kamen wir hier angeritten. Das ist das Pferd, das wir von Verdauungsproblemen geheilt haben. Was machst du? Hat mich dieses dumme Tier nicht beworfen? Das kann doch nicht sein. Pavianzunge. Oh, sorry Leute, ich muss mal ein bisschen leiser stellen. Das muss jetzt einfach mal sein. So. Eigentlich reicht auch 2. Ich hoffe, ihr hört mich wieder gut. Nicht, dass es wieder Probleme gibt. Ja. Was war eigentlich unsere Mission? Gleich mal schauen. Ach, alles klar. Gut, also wir müssen Dorf, für Alinas Dorf, Nahrung besorgen. Ist das der Kunde?
Tapfere Männer wie dich sehen wir gerne hier. Ich bin Altan. Wenn ich dir behilflich sein kann? Sie haben mich aus Bayern hierher geschickt. Die Menschen dort sterben vor Hunger. Aber sie hätten Geld, um Vorräte zu kaufen. Geld ist in der Savanne nicht viel wert. Das weiß hier jedes Kind. Und das ist doch der Grund, warum die Bewohner von Bayern nichts zu essen haben. Sie haben nichts zu essen, weil Nachbarn, die mehr Glück hatten als sie, sie lieber verhungern.